Warum ist es notwendig, die Ukraine zu unterstützen? Warum ist es notwendig, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben? Warum ist es so wichtig, dass Deutschland ein weltoffener Staat ist? Es gibt viele Fragen, die sich stellen, und die Wahlen in den neuen Bundesländern bestärken uns in dem Gedanken, dass wir zu den Menschen gehen müssen und mit ihnen diskutieren. Es reicht nicht, dass man Fensterreden hält, sondern man muss zu den Menschen gehen. Dann entstand die Idee, dass wir an verschiedenen Orten in Deutschland, in allen Bundesländern, sogenannte Townhalls veranstalten, in Partnerschaft normalerweise mit regionalen Medien, und dann die Menschen einladen in einer Diskussionsrunde mit Experten, mit Politikern über die drängenden außenpolitischen Themen unserer Zeit zu diskutieren. Formate wie Zeitenwende und Tour sind wichtig, weil sie Raum öffnen. Raum für Unterhaltung, Raum auch, um Sorgen zu adressieren. Und ich denke, es ist wichtig in Zeiten wie diesen, dass man die Sorgen der Menschen ernst nimmt und gleichzeitig auch ihnen Fakten zutraut. Die Alfred Landecker Foundation fördert das Projekt Zeitenwende und Tour der Münchner Sicherheitskonferenz, weil wir an den demokratischen Austausch glauben. Verteidigungspolitik hat was mit uns allen zu tun. Es geht auch darum, das Leib und das Leben von uns allen zu schützen. Das heißt, dafür muss Budget aufgebracht werden. Wir müssen den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, und das versuchen wir auch durch unsere Zeitenwende und Tour zu erreichen.